Wenn die Leute unseren Resilienzfaktor, Spiritualität und Transzendenz lesen, denken sie natürlich zuerst an Religion und Gott und reagieren da dementsprechend. Aber diese beiden Begriffe sind so viel größer und so viel weiter. Und auch wenn ich selbst wahrscheinlich furchtbar christlich bin, möchte ich doch aufzeigen, dass es auch ohne Glaube an eine höhere Macht, ein höheres Wesen funktioniert und dass es gerade dann besonders hilfreich sein kann. Hallo zu einer weiteren Folge dieser Videoreihe, die zeigen soll, wie unser Resilienzansatz auch in der Corona-Krise hilfreich sein kann. Mittlerweile hat das Format ja schon ein wenig Lehrcharakter. Nicht mehr nur aufbauend für tagesaktuelle Fragen, sondern inzwischen kann man, glaube ich, die Reihe nutzen, um einen kurzen Einblick in psychosoziale Ansätze zu bekommen. Also gerne auf den Kanal oder einzelne Folgen verweisen. Trotzdem soll es doch lebenspraktisch bleiben und hilfreich und kein Unterricht. Dazu wäre es aber weiterhin hilfreich für mich, wenn mich Fragen, Anregungen oder Kritik erreichen würden. Das ist eine große Chance. Die meisten, die sich mit Resilienz beschäftigen, wollen, dass sich was ändert. Aber dazu muss man aktiv werden. Reines Konsumieren hilft einem nicht. Selbst der beste Unterricht lebt von Interaktion. Oder macht diesen erst zum Besten. Und tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass bei den Klienten, die sich mehr oder schnellere Veränderung wünschen, es an der Initiative mangelt. Wenn sie dann etwas angehen, dann kommt fast immer die Veränderung ins Laufen. Darum wiederhole ich frenetisch die Aufforderung, seine Wünsche an die Reihe loszuwerden. In der Anfangsfolge 10 sprach ich davon, dass Spiritualität auch bedeutet, hinter die Dinge zu sehen. Die Transzendenz ist dann das, was wir dann sehen können. Bei der Logotherapie von Viktor Frankl und der daraus entstandenen Existenzanalyse spielt die sogenannte Selbsttranszendenz eine entscheidende Rolle. Der Mensch geht über sich hinaus, denn er ist physisch, psychisch und noetisch, wie Frankl sagt. Noetisch meint hier das, was aus der Vernunft entsteht. Wir wissen, dass Körper und Seele aufeinander wirken. Der Verstand wirkt auf die Seele und umgekehrt. Das Fühlen beeinflusst das Denken, aber auch umgekehrt, wie uns zum Beispiel der Kohärenzsinn lehrt. Das ist uns so wichtig, dass wir die Kohärenz als einen unserer Resilienzfaktoren bezeichnen. Der Geist des Menschen will über das reine Triebbefriedigen hinausleben. Das unterscheidet uns von den meisten Tieren. Der Psychologe Abraham Maslow führte den für uns so wichtigen Begriff der positiven Psychologie ein. Also die Lehre davon, was uns stärkt, gut tut und glücklich macht. Und gründete damit den Zweig der Psychologie, dem auch die Resilienzlehre angehört. Er war damit Vorreiter für die später entstandene Salutogenese in der Psychologie. Am bekanntesten wurde er durch die Bedürfnispyramide, die er später um eine weitere Stufe erweiterte, die der Transzendenz. Auch hier im Sinne der Selbsttranszendenz und nicht im religiösen Sinne. Die Bedürfnispyramide hat als Basis die biologischen und körperlichen Grundbedürfnisse. Ohne diese geht gar nichts.
Dann die Sicherheitsbedürfnisse. Schutz, Stabilität, Verlässlichkeit. Darüber ordnet er die sozialen Beziehungen. Familie, Freunde, Liebe, Zuneigung. Die nächste Stufe ist für das, was er zunächst unter Individualbedürfnisse zusammenfasste. Wertschätzung durch Status, Respekt etc. Kognitives wie Wissen und Verstehen und auch Ästhetisches wie Schönheit und Ausgewogenheit. Die Spitze bildete zunächst die Selbstverwirklichung, also Wachstum, Entwicklung und Erfüllung. So findet man die Maslow'sche Bedürfnispyramide meistens in der Literatur oder im Internet. Die einzelnen Stufen werden natürlich nicht aufeinander folgend befriedigt und abgearbeitet. Aber das Gewicht ist bei den unteren Stufen mächtiger als weiter oben. Ebenso der Schaden, wenn sie nicht befriedigt werden. Wer nichts zu essen hat, wird sterben. Wer sein Sicherheitsbedürfnis nicht befriedigen kann, wird krank. Wer sich nicht selbst verwirklichen kann, wird unzufrieden. Trotzdem kann auch ein hungernder Mensch seinem Wunsch nach Ästhetik nachgehen. Und wir schauen oft verblüfft in andere Kulturen, wie dort zum Beispiel durch aufwendige Kleidung und Schmuck die Anerkennung gesucht wird. Obwohl in den Gesellschaften dort Bedürfnisse nach Versorgung und Sicherheit kaum befriedigt werden können, gerade mal so gedeckt. Andererseits haben sich schon Menschen zu Tode gehungert, um einen ihnen wichtigen Wert zu verteidigen. Solche Werte findet man in der Transzendenz, die wie gesagt später zur neuen Spitze bei Maslows Pyramide wurde. Selbsttranszendenz ist eben das über sich hinausdenkende und Verbindende. Zum Beispiel Selbstlosigkeit, bei denen ich anderen zur Selbstverwirklichung helfen will, ohne echten Nutzen für mich. Welche Werte sind mir so wichtig, dass ich mir wünsche, dass sie auch andere für sich vertreten? Vielleicht, dass ich sogar bereit bin, mich selbst dafür zu opfern. Denken Sie an Bürgerrechtler, die im Gefängnis saßen oder noch sitzen, oder andere Einbußen in Kauf nehmen. Manche sogar ihren Tod. Was sind Ihre Werte? Werte sind im Gegensatz zu Bedürfnissen und Wünschen universell und nicht ich-bezogen. Sie stehen über mir, aber ich fühle mich mit ihnen verbunden und sie wecken dann meine Bedürfnisse in mir. Wenn ich mir mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft wünsche, kann das sein, dass mir persönlich der Regelsatz nicht ausreicht. Oder eben, dass ich bestimmte Änderungen unabhängig der Auswirkungen für mich anstrebe. Letzteres wäre der Wert Gerechtigkeit, den ich dann vertrete. Oft wird vermeintlich für Freiheit gestritten. Zum Beispiel auch gerade für die Freiheit der Rede. Aber gleichzeitig verbittet man sich jeglichen Widerspruch. Wo ist denn da die allgemeine Freiheit? Wenn nur meine Rede frei ist und die des Gegenredners nicht, da ist Freiheit kein Wert, sondern ein schön geredeter Egoismus und überheblicher Wunsch. Werte bestimmen viel unseres Denkens und Einschätzens und damit auch unsere Gefühle und Stimmungen. Schauen Sie nochmal in die Folge 10, ein spiritueller Blick. Die Bedürfnisse und Werte hinter dem, was wir mit unserem Handeln und Wünschen bezwecken, das ist das Eigentliche. Nun, welche Werte sind durch die Krise gerade angegriffen? Also wirklich, welche Werte und echten Bedürfnisse? Und nicht welcher Weg und welche Methode? Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Gehaltsverhandlung. Geld ist kein Wert in diesem Sinne. Niemand hat das echte Bedürfnis nach Geld. Geld steht für etwas. Das Gehalt ist Mittel, um Sicherheit zu bekommen.
Oder es spiegelt die Anerkennung im Job und Wertschätzung der Leistung wider. Oder steht für was anderes. Aber nicht für sich selbst. Also, warum wollen Sie mehr Geld? Warum wünschen Sie sich irgendetwas so und nicht anders? Übrigens, echte Bedürfnisse sind positiv. Also nicht, ich will nicht hungern, sondern ich will etwas zu essen haben. Ich will satt sein. Ich will kein Wasser und Brot, sondern ich möchte beim Essen meine Ästhetik befriedigt wissen. Daher soll es lecker sein, schön angerichtet und sinnlich. Sinnlichkeit ist hier der Wert. Andere wollen es lieber einfach und bequem. Oder nachhaltig. Und die Freiheit. Freiheit gilt natürlich immer für alle. Wenn ich aber selbst reden will und keinen Widerspruch dulde, ist mein Wert und Bedürfnis nicht die Freiheit. Sondern mir geht es um die Werte Anerkennung und Macht oder netter ausgedrückt der Wert Einfluss haben. Einfluss. Marshall Rosenberg, der Entwickler der gewaltfreien Kommunikation, arbeitet viel mit diesen echten Bedürfnissen und Werten. Er sagt, Bedürfnisse und Werte stehen nie im Widerspruch zueinander. Was im Zwischenmenschlichen oft kollidiert, sind die Wege und Strategien. Darum ist es wichtig, sich über echte Bedürfnisse und Werte im Klaren zu werden. Das sind doch mal gute Aussichten. Vielleicht kann das, was wir gerade erleben und fühlen, ein Anstoß sein, unsere noetische, also geistige Dimension mal wieder zu betrachten und zu sehen, womit wir verbunden sind, was unsere Werte und Bedürfnisse sind, um diese neu zu entdecken und endlich danach zu handeln und zu entscheiden. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen, dass wir alle ein bisschen cooler mit dieser schwierigen Situation umgehen.